Hallo zu einem neuen Gameplay-Video. Ich wollte mal wieder ein bisschen Gameplay zeigen, will ich in nächster Zukunft auch wieder mal ein bisschen öfter machen, nicht nur Guides. Keine Sorge, es werden trotzdem immer noch Guides kommen. Aber ja, Steinhandschuh heute mal, ganz oldschool. Mal gucken, wie der noch funktioniert. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und tschüss. Ah, Steinhandschuh. Ich wollte mal wieder schauen, wie es denn so mit dem Steinhandschuh aussieht. Und ich denke, hier ist so. Obwohl, die Ring of Elders ist halt auch immer nice. Aber hier ist so. Nee, 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 das wird hier. Auf den vier. Auf den fünf landen 25 bis 30 Spieler. Sag ich euch. Alle wollen nur zu den Schätzen. Das ist halt. Das ist crazy. Das ist crazy. Allein hier wird schon übertrieben. Guckt euch das an. Das ist so unnormal. Junge! Jetzt hör doch auf! Okay. Ich bin hier anscheinend mit zwei Kills noch gut aus der Sache rausgekommen. So wie es aussieht. Ich bin halt immer am Überlegen, was ich denn so zu Stein am besten mitspiele. Also ich spiele natürlich gerne Feuer. Wo ist er? Da ist er. Wo kommst du denn jetzt noch her? Nice! Komm schon! Komm schon! Da ruckelt das!
Ciao. Warte. Okay. Es bringt keinem was, die Sache immer wieder zu überstürzen, einfach wieder rauszurennen. Man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen und einfach überlegen, was genau mache ich jetzt. Ich bräuchte mal einen besseren Steinhandschuh. Hatte ich das eigentlich schon mal erwähnt? Dass mein Steinhandschuh noch ganz schön am Mist ist. Da oben habe ich doch schon wieder jemanden herumspringen sehen. Zone. Den trinken wir mal eben und nehmen den nächsten mit hier. Das gleiche nochmal. Gib mir doch bitte einen Steinhandschuh. Ja, das ist ein Gifthandschuh, falls du es noch nie wusstest. Blödes Spiel. Steini? Nein? Okay. So, der ist schön. Der freut mich. Das ist immer noch keiner. Das war ja doof hier. So will ich das. Also ich weiß halt nicht, wie lange ich mich mit einem weißen Steinhandschuh tatsächlich gegen die ankommenden Gegner wehren kann. Das ist natürlich jetzt... Okay. Das ist natürlich immer nett. Der Steinhandschuh gibt dir natürlich so einen gewissen Vorteil, aber... Ich bin halt überlegen, ob ich nicht vielleicht die nehme sogar. Und bin ich zwar in der Luft nicht wirklich flexibel, aber ich muss in der Luft auch nicht flexibel sein. Ich muss am Boden flexibel sein. Ich muss da mal hart hinterher dashen, so einfach um Druck zu machen. So, was haben wir? 4 Kills haben wir, 9... sind noch am Leben. Was ist da oben los? Guck mal, da kann ich eine Rolle abgreifen. Ist auch nett. Dann noch eine Body Roll. Nice. Okay, der junge Mann wusste nicht, wie man sich gegen Stein verteidigt. Definitiv nicht. Ich hätte gerne diesen Heiltrank da. Danke. Und ein davon. Ich glaube, der war aber genauso überrascht davon, von der ganzen Geschichte wie ich. Muss ich auch zugeben. So, das ist wieder Buddy. Buddy brauchen wir nicht. Heiltränke brauchen wir auch nicht. Okay, dann geht's weiter. Der war genauso überrascht von der ganzen Situation wie ich. Für den war das genauso skurril wie für mich, dass der auf einmal aufgetaucht ist.
Ein Gifty. Vor mir. Jetzt geht's aber ab hier. Nein. Wieder. Über mir. Schau. Gehen wir hinterher. Kommt der mit seiner Pissrune echt weg, mit seinem Scheiß-Talent? Mit seinem Ich-bleb-mich-wieder-Talent? Ist doch gar nicht. Darf's doch gar nicht geben. Wo willst du denn jetzt hin? Denkst du dir so, ne? Na komm schon. Du musst mich halt auch schon treffen mit deinem scheiß Eis, ne? So, ciao. Noch 4. Okay. Ja, ja. Du mach mal mit deinem Eis. Kann ich den mal treffen, bitte? Ciao. Ey. Komm, das ist doch unfair. Naja, gut. Ist kein Sieg, aber ist ein guter dritter Platz. Und ich merke, es gibt immer noch verdammt viele Leute, die nicht wissen, wie man gegen Stein spielt. Das ist echt traurig. Das ist wirklich, wirklich traurig. Gut, Rang 11 Toxikologin, Level 20 Voralpha-Tester natürlich wieder. Hat mich erwischt. Aber was soll's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!